Ja, moin Leute oder guten Abend, je nachdem man ihr zuschaut und herzlich willkommen zurück zu der Legend of Zelda. Tears of the Kingdom. Ja, wie immer natürlich erst die Warnung für die Spoileranten. Spoilert nicht, sonst fliege ich die aus Chat und Kommentaren. Tipps sind nicht gern erwünscht. Ich weiß, wie immer, ich erwähne es jedes Mal. Ich habe meine Gründe. Hinterfragt es nicht. Fertig. Beim letzten Mal sind wir hier nach Hateno gegangen und hier findet eine Bürgermeisterwahl jetzt unseretwegen, glaube ich, statt. Dezent unseretwegen. Ich habe auf jeden Fall Käse und Milch da oben geholt, so viel wie ich konnte. Und ich muss hier noch meine Amiibo-Kisten einsammeln. Dafür kriege ich einen Seewind-Bumerang. Wäre zumindest besser als der Bumerang, wenn ich den hier auch besser. Und ein Ritterschwert. Das Schwert, das kannst du behalten, Kiste. Weißt du was? Ich werf den Felsbohrer weg. So. Wir müssen hier noch ein paar Pilze verteilen, Krüge zerstören. Weil das links insgeheime Aufgabe ist. Nein, es bleibt bei den Pilzen. Ich glaube, noch fünf, vier Personen muss ich einen Pilz andrehen. Dann ist die Pilzfrau glücklich. Dem Bürgermeister, den Alten, müssen wir einen Käse geben. Ich weiß gar nicht mehr, wessen Haus das war. Offenbar das Haus, das einem Kind gehört. An Kinder sollte ich sowas ja nicht verteilen. Ich weiß auch, dass den einen oder anderen es irgendwo stört, dass ich nicht einfach straight der Hauptstory folge, aber ich finde es langweilig, straight der Hauptstory zu folgen. Habe ich schon einen Besen fotografiert? Ja. Ich habe den Hateno-Käse. Ich würde den Käse so gern probieren. Oh, 100 Rubine, der war nur 20 wert. Aber sollte ich nicht beobachten, was der mittags macht? Ist doch mittags, oder nicht? Oder ist das hier nicht sein Haus? Ist das sein Haus, oder nicht? Ach, hier ist eine Statue. Einmal kurz Ausdauer, bitte. Die habe ich ja gar nicht bemerkt. Danke für mehr Ausdauer. Die Ausdauer wollte ich ja zuerst voll machen. Danach können ruhig Herzen folgen. Zweimal Ausdauer noch, dann müsste es sein. Warte, ich spring mal zum Morgens. Ach, da drin. Warte mal. Versuche ich da dann mal von unten durchzukommen. Hier ist nur ein Büchlein drin. Für eine neue Kürbisart. Okay.
Dann wäre das Geheimnis gelüftet. Okay. Ich folge dir. Dann kann ich das dem Bruder wegmachen. Im Übrigen, hier oben ist auch ein Krog, den hole ich mir noch im Verlauf des Streams. Ja, es ging um Kürbisse. Oh, danke für die Tomaten. So, jetzt muss ich noch Pilze noch verteilen. Ich glaube, das ist auch die wesentlich schwierigere Aufgabe, diese ganzen Pilzleute zu finden. Ich dachte, hinter dem Wasserfall wäre ein Versteck. Ich kann da auch noch mal gucken. Da wollte ich eh noch mal hin. Beim Forschungsinstitut. Nur weil hier unten zu ist, muss ja nicht komplett hier zu sein. Vielleicht kann ich ja oben rein. Hier haben sie aufgelassen. Hier ist nix. Ein Buch. Pures Tagebuch. Durch die Decke. Lande ich auch nur hier. Diese Himbe habe ich ja bisher auch nicht gefunden. Oh, da sehe ich was. Höhle im Expa-Wald. Okay, hier gehe ich noch mal rein. Aber erstmal das mit dem Bürgermeister lösen. Nee. Warum ist denn hier irgendwo einer, der mir scheiß Pilze haben will? Zumindest finde ich einen Krog, aber. Ich will die scheiß Pilze loswerden. Warum finde ich diese Leute nicht? Die habe ich, glaube ich, noch keinen gegeben, oder? Hm.
Hier, nimm den Pilz. Ich bin einem wieder losgeworden. Zwei Dorfbewohner. Ich suche noch zwei. Und diese suche ich verzweifelt. Aber wenigstens ist hier der leckere Käse. Wo sind diese letzten beiden dreckigen Personen? Die regen mich jetzt mittlerweile auf. Ich bin jetzt hier wirklich alles abgelaufen. Wo sind die? Es hieß, morgens läuft eine Person da hoch. Ich mache jetzt auf morgens. Du musst es sein. Hab dich. Boah, hat jetzt auch überhaupt nicht lange gedauert. Nur 20 Minuten. Es fehlt nur noch einer. Nur noch ein Penner fehlt. Hallo Hundi, hast du die eine Person gesehen, die ich suche? Oder ist das wirklich der Forschungsleiter-Typ und der will den Scheißpilz erst von mir nehmen, wenn ich ihm das dumme Bild gebracht habe? Ich gehe den jetzt einfach mal sein Bild holen und gucke, ob ich ihm danach einen Pilz geben kann. Ich hole mir jetzt nur noch mal die Info, wo genau das Bild sein soll. Obwohl, nee, ich weiß es wieder. Mir fällt es gerade wieder ein. Ich gehe noch mal nach Kakariko und gehe in das Haus. Ich kriege jetzt einen absoluten Kollaps, wenn ich den wirklich einfach ein Bild bringen muss und ihm dann den scheiß Pilz an den Hals werfen kann. So, Kakariko. Geh mir ein Bild holen. Ah ja, ich müsste mal an dein Tagebuch. Okay. Ich lese und lese. Ich suche das Bild in ihrem Tagebuch. Wie lange geht denn ihr Tagebuch? Vielleicht das andere Büchlein, sich hier so unter dem Bett versteckt. Das hier will fotografiert werden.
jetzt doch das Bild, was ich fotografieren soll, oder nicht? Seht das jetzt? Ich hoffe einfach mal. Wo ist Paya eigentlich? War doch das schüchterne Mädchen im Breath of the Wild. Ich hoffe einfach mal, das zählt. Dich habe ich offenbar die ganze Zeit gesucht. Dich sieht man hier aber auch nicht. Und dich habe ich jetzt eine halbe Stunde gesucht? Boah, ich habe eine halbe Stunde jetzt nach dieser letzten Person gesucht. Und bin jetzt deswegen übelst genervt. Ich gebe jetzt dem da sein Bild noch und dann gehe ich zu der Tante mit der Mude-Krankheit. Ich sage Krankheit, weil das absolut scheußlich aus meiner Sicht aussieht. Das muss ja jeder selber wissen. Hier, ich habe ein Bild. Jetzt verstehen die Kinder. Jetzt kann ich in Ruhe und Frieden umfallen und sterben. Ich bin neugierig und schlafe jetzt ein. Die Titanen hatten wir ja schon mal gesehen. Und schon schlafe ich ein. Mach den Unterricht spannender, Professor. Jonglier mit Fackeln. Ja, das ist die Geschichte von Breath of the Wild. Jonglier mit Fackeln, Herr Lehrer, bitte. Ja. Och, danke. Werde ich machen. Okay, nächstes Thema. Aber diesmal muss ich nicht mit zuhören, ne?
Das habe ich nicht. Link ist ein alles Esser. Und die darf ich erstmal besorgen, ne? Ja, danke, nein, danke. Zumindest jetzt nicht. Ich muss mich um die Bürgermeisterwahl kümmern. Und um meinen Erzfeind. Tschüss, Erzfeind! So, ich habe alle Pilze verteilt. Mir ist egal, wer von euch gewinnt. Ja, sie sollen köstlich sein. Naja. Ich halt mich da raus. Okay. Bin gespannt, wer gewinnt. Bin gespannt, wer die Bürgermeisterwahl gewinnt. Hatte eigentlich mit einer Sequenz gerechnet, aber die kam nicht. Ich habe gehört, der Athenokäse soll auch gut sein. Nicht streiten. Der Bürgermeister sollte immer zuerst ans Dorf denken, das stimmt schon. Oh.
Klingt doch gut. Jetzt kriege ich diesen komischen Hut, ne? Aber irgendwie war es das, glaube ich, nicht wert. Ich wette nicht. Warum bin ich eigentlich immer noch nass? Ich will nicht. Ah, und jetzt kann ich hier wieder einen normalen Kram kaufen. Das klingt schon besser. Das Healer-Gewand, das habe ich schon. Ah, das Leibwache-Gewand nicht. Das kostet 2200. Das ist einfach mehr als das Doppelte, was ich gerade habe. Was, ich habe hier genug getan. Ich hole mir jetzt die beiden Crocs hier. Dann sage ich auf nach Kakariko. Davor, der war ein Croc in der Klemme. Ich komme, David, ihr mein Freund. Wo ist denn dein Freund? Hast du den denn gelassen? Da oben? Okay, dafür gibt es einen Sonderplan. Das wird schon funktionieren, Leute. Bitte fliege in die richtige Richtung. Er ist halbwegs in der richtigen Richtung, das passt schon. Und das Gute ist, ich kann ihn auch darauf folgend noch nutzen. Nein! Nein, 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 nein! Nicht wegfliegen! Ich glaube ja wohl, es hackt. Hier, ich bringe dir deinen Kumpel. Warum habt ihr auch immer so schwere Taschen? Ist doch klar, dass ihr dann nicht vorankommt. Ich habe da oben den Croc übrigens nur gesehen, weil ich mir da noch mal ein paar Eicheln holen wollte. Irgendwann, Leute, irgendwann achte ich auch mal da drauf. Was ich auch hätte machen können, an den Goschenschild mal einen Gleiter dran packen. Also an ein Schild generell.
Vielleicht kann man damit irgendwie ein bisschen besser gleiten. Da kreist auf jeden Fall der Krog rum. Müsste ich mal ausprobieren, ob man damit besser gleiten kann. Da wollte ich jetzt jedenfalls hin. Ich habe nicht das Gefühl, dass es den Gleitmeter irgendwie beeinflusst. Obwohl, ein bisschen besser lenken. So, rein in die Höhle. Hier drin bringt mir der Bumerang eh nix. Da gehe ich dann mal auf den Topazstab. Nee, besser. Den Laserknüppel. Ich dachte nicht, dass hier eine absolute Windsöhle. Hier ist mehr als nur der eine Majoi, bitte. Danke. Hier ist ein Schrein. Der Maya Hishka Schrein. War hier unten. Gut, dass ich hier noch geguckt habe. Ich habe nicht wirklich einen Bohrer, ich habe einen Hammer. Bin gespannt, was mich da drin erratet. Ich brauche jetzt ein bisschen Rätselspaß. So viel dazu. Ein großer Zauberstab. Oh, den würde ich so gerne mitnehmen. Warte mal, ich kann hier doch noch mal rein. Ich gehe gleich einfach zum Spähposten zurück, verbessere meine Waffentasche um eins und dann hole ich mir den Stab hier ab. Dann muss ich jetzt nichts erst wegwerfen. Ein Segen ist gleich noch und wir haben nochmal einen Ausdauerteil mehr. Nachdem ich Ausdauer voll habe, gebe ich wie gesagt auch nur auf Herzen noch. Ich habe schon 98 Krox-Dinger gesammelt. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Oh, Blutmund. Naja, egal. Ich will zu dem da. Ich höre auch manchmal Stimmen. Aber die Leute sagen, es ist normal. Boom, tschakala, boom, tschakala. Ja! Ich liebe diesen Dance. So, und jetzt gehe ich mir den Stab einfach holen. Ich hatte zwar noch Coxsam, aber damit kann ich definitiv nichts verbessern. Ich weiß nicht, ob ich den schon fotografiert hatte. Nee, habe ich nicht. Warte mal. Am Zauberstab muss doch was Magisches auch dran sein. Ein Zauberstab muss auch magisch sein. Wahrscheinlich habe ich mir das hier markiert. Den Höheneingang hier. Höhle am Magonberg. Hier ist auf jeden Fall ein Krog. Ich sehe es. Es ist schön, dass man da runterrutscht. Was ist das für eine doofe Stelle? Ist ja eine richtig beschissene Stelle. Jetzt habe ich keine Ranzbögen mehr zum Verballern.
die ganze Zeit weggerutscht. So, da in der Höhle ist doch bestimmt auch noch was drin. Die Raubschleimer schon mal. Da klebt ein Horrorblin an der Decke. Kenn ich dich? Er hatte Fleisch. Warum ist mein Schild jetzt einfach instant zerbrochen? Ja, der Laserschild, der hat ja auch echt lang gehalten. Aua. Das war Nummer 1. Die nutze ich mal eben kurz. Guck bitte in meine Richtung. Bist du mir runtergeklettert, du Scheißvieh. So, Störenfriede sind weg. Komm, mach Maul auf, ich habe was Schönes und Leckeres für dich. Ist auch noch mal was. Das hätte da nicht hingeschossen. Oh, ein Soldatenschild. Wenn ich kann, nutze ich halt eher die Waffen vom Gegner ab als meine. Auch noch mal leckeres Zeug. Er springt doch. Eine Lanze mit Soldatenlanze. Behalt mal. Dafür kann ich einen Rhodonitstab nutzen. Ist das ein Eis-Raubschleim? Ich glaube, so einen habe ich noch gar nicht. Doch, habe ich. Rhodonit-Großstab. Ich habe einen Gegner befreit. Die Laserschilde halten echt nicht lang. Renn mal eine Runde. Aua.
Ach, daneben. Ohne Eimer? Die Angst, dass sie runterfällt. Oh, danke. Ich glaube, ich sollte es wenn mit einem Pfeil drauf schießen. So, was kriege ich? Oh, eine Barbarenhose. Zweites Stück der Barbarenrüstung. Ich habe gesehen, dass der Ausgang unten ist, deswegen sammle ich jetzt doch erstmal hier oben ab. Da ist eine Kiste drin. Ah, es reicht aus, den Stab daneben zu halten. Schön, das auch mal zu erfahren. Und dann ist dann Ritter 2 hinter drin. Ich könnte mir daraus allerhöchstens einen Hammer machen. Für den Pilz. Ich sehe noch ein paar Gesellen hier direkt über mir. Ja, welche habe ich gemeint? Oh, meine Gamma-Lanze geht gleich kaputt. Weiß ich ja, was ich mitnehme. Ist einer von denen. Kann ich bitte mit der Horde auf dem Bild haben? Wäre viel cooler. Wo ist die Kiste? Nach da. Wo sind meine Lieblingswaffen? Kloppt euch mal. Ich staub dann einfach nur ab. Ich nutze das hier mal. Warum soll ich mich selber prügeln, wenn die das auch machen können? Die ist in eine Donnerbombe reingesprintet. Ist auch noch eine Waffe. Und unten ist er. Wo habe ich jetzt die Kiste abgestellt? Ich hatte eh nur noch einen Platz, da habe ich einfach hier Waffen in die reingeworfen. Da unten waren noch richtig viele Steine. Ist da auf dem Felsen runter? Ich hab mal vorübergehend den auf den Zweihänder.
Dann habe ich zumindest schon mal einen Hammer. Ich habe auch nicht vor, den anders zu verwenden. Das Ausgang. So viel schönes Zeug. Kann ich doch nicht liegen lassen. Vor allem die schönen Topasse. So, hier am Ende der Höhle ist jetzt nichts mehr, ne? Doch, hier ist ein Schrein. Will ich nur mal eben kurz, dass ich dich als Reisepunkt habe. So. Ich gehe die Höhle vorher noch zu Ende erkunden. Ich hatte nicht vor, auf den Baum zu klettern. Da ist ja immerhin noch schönes Zeug für uns drin. Der Boss-Boblin da, der will ja auch noch besiegt werden. Der da. Der Dicke da hinten. Ich will dich mal mit einer Ölknusper abschießen. Greifst du jetzt den Großen an? Du versuchst es zumindest. Ich bin ein heißer Dude. Da ist ein Exalfos drin, das sehe ich. Der braucht ein bisschen länger zum Schmelzen. Kloppt euch gegenseitig. Ich muss mal ein paar von den Boomerang. Was ist da denn Schönes drin? Ach, ein großer Boomerang. Schwarze Bossbockhorn, das wieder weg. Das schmeiße ich nochmal hin, weil ich nochmal fotografieren muss. Jetzt ist schon wieder eingesteckt. Und da fällt's. Den Eisraub-Steinstein habe ich auch schon fotografiert. Weg damit. Ich tau dich ja schon auf. Hier kann man echt gut Leuchtsamen farmen.
Also zuallererst fotografiere ich das Ding jetzt. Daraus kann man bestimmt eine geile Axt machen. Ausbruch. Wer will ausbrechen? Okay. Das ist ein Schieberätsel. Ich kann da doch nicht hochklettern. Was genau wird jetzt hier gerade von mir verlangt? Ich will hier durch. Ich glaube, dann will ich, dass der wieder da drunter wandert. Schiebe ich den wieder zurück. Ich will doch da hoch, oder nicht? Hui! Ich will jetzt hier durch, damit ich da reinkomme. Und dann kann ich hier einfach nach oben durch die Decke springen. Aber wozu ist dann der Hohlraum da? Einfach von oben reinfliegen, einfach nur zum Gucken? Ich habe gehört, ja. Okay, hier ist nichts. So, hier ist wahrscheinlich dasselbe nochmal. Die Kiste ist ja sonderlich gut versteckt. Noch nie eine so gut versteckte Kiste gesehen. Ein langer Zauberstab. Okay, jetzt werfe ich wirklich mal den Bumerang, den ich hier die ganze Zeit mit mir schleppe, weg. Der ist eh schon fast aufgebraucht. Tschüss. Und dann lege ich den hier einmal ab. Obwohl. Ich muss da erst noch was draufpacken. Ich habe schon einen Blitz, ein Feuer und ein. Nee, ich habe einen Blitz und einen Feuerstab. Mach mir einen Eisstab als nächstes. Wo sind meine Steinchen? Der ist wirklich lang. Ach, das ist wie eine Lanze. Okay, das könnte noch stark sein. Ja, sehr schwer. Hilfe, ich bin eingesperrt.
Es muss nur halten. Ich bin frei. Ich weiß, ich verschwende damit Steine, aber ich würde unglaublich gerne wissen, wie noch die anderen Versionen hier bei dem langen Stab aussehen. Also ich packe am Ende des Tages nochmal Eis drauf, aber ich will das mal sehen, ob da auch so größere Bälle bei rauskommen. Da schießt er drei auf einmal. Nee, ich glaube, da ist dann nur mehrere Bälle genau in eine Richtung. Diese riesige Eiswelle, die finde ich richtig gut. Lohnt sich, glaube ich, auch am meisten bei den Stab. Na gut, jetzt geht's nach Kakariko. Hier ist doch bestimmt ein Krog. Irgendwo. Wo ist das? Stehen bleiben, Verbrecher! Ab dich! Hier war doch auch irgendwo eine Statue. Wenn ich mich richtig erinnere. Hallo. Das tut keiner. Da werde ich sie dann finden. Klar. Aber erstmal will ich gucken, ob ich hier irgendwie helfen kann mit dem Problem. Okay. Hier ist nix. Hier sind meine Erzfeinde. Ja, Leute, Hühner sind meine Erzfeinde. Kinder, aufwachen. Hallo. Ach, nochmal wegen den Kranzruinen. Hey, ist ja gut. Passt ja schon nie an. Hallo? Ist denn hier überhaupt niemand zu Hause?
Die Kranzruinen sind riesig, ne? Darf ich da hin? Das solltest du nicht so laut aussprechen. Das kenne ich. Die darf ich mir alle anschauen. Vielleicht sollte ich tagsüber mit den Leuten reden. Ach, das ist die kranke Oma. Wo ist denn Himba? Die habe ich schon mal gesucht, aber in der falschen Stadt, wie es scheint. Es kann nur einen geben. Das ist Corinne. Ja, von denen habe ich auch schon ein paar. Ja, so helfe ich wahrscheinlich der Alten und dann kann ich mir auch die Schleichrüstung kaufen. Ey, komm, ich gebe jetzt einmal mehr. Obwohl, brauche ich nicht mehr. Ich habe gerade gesehen, 3 Uhr. Also in-game 3 Uhr, nicht real-life 3 Uhr. Okay, coole Augen. Die darfst du mir alle einmal geben. Und den habe ich echt wenig. Pfeile bin ich gerade noch gut bestückt. Ja, immer erst hochklettern. Hi. Hallo. Ja, ich sehe es. Ich sehe, da liegt nur noch ein Ei. Ich suche aber immer noch Himba. Ja, ich sehe es. Yeah.
Ich soll dir ein Foto machen, stimmt's? Ich habe gerade nur nach vorne gedrückt. Ich weiß nicht, warum der im Kreis gelaufen ist. Ich kann mir auf jeden Fall einmal kurz Ausdauer gönnen. Lass mal allem voran. Dann fehlt mir nur noch ein Ausdauercontainer. Steht denn diese Himba? Sie sieht wie sich hier draußen rum. Ich wüsste schon, wie ich hier helfen könnte, der Miasma-Frau. Du bist Himba, oder? Ich würde gern helfen. Okay. Ich weiß wie. Jule, Reis, Milch und Wildgemüse. Ich wüsste was. Okay, ich kann mir vorstellen, was ich kochen soll. Wildgemüse. Reis, Milch. Und wo sind meine Sonnenflecken? Klappt das? Hier bitte. Hier bitte. Auf, dass es der Oma besser geht. Gern geschehen. Gern geschehen. Kriege ich jetzt einen Rabatt dafür, dass ich der Oma geholfen habe? Ah. Wir glauben alle ganz fest an dich.
Ach, danke, lecker. Ja! Da hat eine Frau geholfen. Das ist schön. Jetzt kann ich mir endlich die Kleidung hier auch kaufen. Jetzt ist die nicht mehr so überteuert. ...600, 700, 500. Also ich brauche 1800 insgesamt. Okay, und die Rüstung nochmal 800. Dafür wird sie auch nochmal 2400 haben. Kann ich dir irgendwas teuer andrehen? Ich bräuchte, glaube ich, noch 1000 weitere. Von den Feuersteinen kann ich einige verkaufen. Die kann ich auch so hinterhergeschmissen. Ich kaufe erstmal jetzt die Schleichrüstung. Dafür habe ich ja den ganzen Schmarrn auf mich genommen. Ach, danke. Und dafür brauche ich 2400. Komme ich noch irgendwie darauf, 700 dazu zu bekommen? So, dann kaufe ich mir noch die Leuchtrüstung. Ich würde gerne unten testen, wie gut die auch wirklich leuchtet. Heißt einmal zu irgendeiner Fee reißen. Damit ich die auch verbessern kann. Außerdem auch mal Paria jetzt endlich mal treffen. Hallo. Das hat Zelda gesagt? Soll ich dir mal zeigen, wie ich deine Regel umgehe? Als ob der das sieht. Ist ja gut. Ich werde schon nicht dahin gehen, keine Sorge. Ich gehe nicht dahin, keine Sorge. Da sind ein paar Heißluftballons. Ewig langes Klettern. Schon gewohnt. Ja.
Hallo. Er schläft auf der Tafel? Okay. Er sprach doch vom Maxi-Trüffeln. Der Schlafende. Kann ich nicht damit weglaufen? Hier, guck mal. Lecker Trüffel. Hat funktioniert. Und ich kann meinen Trüffel wieder mitnehmen. Na? Gern geschehen. Ich glaube, ich soll die wirklich fotografieren für den einen Typen. Ah ja, weiter oben. Ich wollte noch die Rüstung prüfen. Oh. Ach, den habe ich mir schon markiert. Ich kann zu dem Schrein von hier aus rüberfliegen. Nicht verstehen. Was interessiert dich? Okay. Nicht für mich. Ich komme da hoch. Oh. Ah. Ich war schon auf ein paar davon. Ich glaube, bei ihr war ich doch schon. Ich kletter da mal weiter. Guck mal, da hinten ist auch wieder so ein Zeichen. Würde ich gerne heute noch mitnehmen. Ist sogar auf dem Weg.
Haie habe ich jetzt nicht gefunden. Oh, Krog. Irgendwas muss hier oben sein. War doch klar. Vorsicht da unten. Ich glaube, ich mache das lieber mit einem Gleiter. Ich hatte gerade Angst, dass der Gleiter gleich nicht mehr hoch genug ist. Wer schafft das Rennen? Ich oder der Gleiter? Auch den Gleiter davor bewahren, runter zu knallen. Ach man, da wäre eine Kiste drin, aber wie soll man denn da von unten drankommen? Welcher Schein ist das denn? Ich habe da gar nicht aufgepasst. Federleicht, der Molonok-Schein. Okay, ich werde hochkatapultiert. Sehe, was der Plan ist. Hui! Da will eine Kugel rein. Wo finde ich denn eine Kugel? Ich verstehe schon. So, jetzt muss ich dasselbe in die andere Richtung. Hügelchen, komm mal her. Und schon bin ich drin. Okay, hier muss ich ganz weit nach oben. Dafür hat man das, damit man hier hochkommt. Ich dachte, da links wäre das Geheimnis. Ach, eine Schleichmedizin. Das war mal ein angenehmes Rätsel. Ich würde sagen, wir suchen jetzt noch die Träne, die wir da gesehen haben von dieser Geoglyphe. Und dann würde ich gern einmal in dem Untergrund die Leuchtrüstung einmal testen, wie gut die wirklich leuchtet. Da ist es, wo ich hin will.
Mein Glider ist weg. Dann würde ich gucken, was ich brauche zum Verbessern. Ja, ich sehe es doch. Abflug. An jeder Brücke ist ein Krok. Der Kreis da hinten, der sieht mir schon verdächtig aus. Ist das? Ach nee, warte, ich glaube, den hier habe ich schon. Ja, diese Träne habe ich schon. Ach, ich bin doof. Aber hier die Träne habe ich nie geholt. Dann holen wir die hier als stattdessen. Ist wahrscheinlich auf einer flachen Fläche. Wenn liegt es wahrscheinlich eher weiter oben. Wusste ich es doch. Jo, ich verschwinde da mal kurz aus dem Bild. Es stimmt. Dies ist nicht die Welt, die ich kenne. Ein Zeitalter aus Sagen und Legenden. Eine mythische Zeit. Hat es mich etwa in die Gründungstage von Hyrule verschlagen? Wir sind nicht minder erstaunt darüber, werte Zelda. Doch falls du wie Sonja mit deinem Mysterienstein über die Zeit herrschen kannst, wäre es tatsächlich denkbar. Nanu? Ich habe ihr sofort geglaubt, auch ganz ohne den Mysterienstein, Rauru. Ich spüre in ihr sowohl meine Zeitkraft als auch deine Lichtkraft. Und vor allem fühle ich deutlich unser Blut in ihren Adern. Das stimmt. Doch sag, werte Zelda, du willst zurück in deine eigene Zeit. Und das so schnell wie möglich, wenn ich dich eben richtig verstanden habe. Ja. Die Zeit, aus der ich komme, etwas Schreckliches wird geschehen. Deshalb muss ich schnell zurück. Aber wie nur? Ich weiß ja nicht einmal, wie ich überhaupt in die Vergangenheit geraten bin. Zelda, Liebes, du darfst vor allem nicht den Kopf verlieren. Komm erstmal mit in unser Schloss, ja? Nein, ich will doch... Wir stellen dich allen als eine entfernte Verwandte vor. Was ja gewissermaßen auch stimmt. Und frische Kleider kriegst du auch. Oh. Es wird sich schon eine Lösung finden. Kommt Zeit, kommt Rat. Ich danke euch von Herzen. Moment. Mineru, sie könnte einen Weg kennen, dich in deine Zeit zurückzubringen. Mineru, sagst du? Ja,
Niemand von uns verkörpert die Weisheit der Sonau wie sie. Genau wie wir ist sie im Besitz eines Mysteriensteins. Sie ist meine Schwester. Das muss eine der ersten dieser Nachrichten sein. Ja, ist sie auch. Sogar die allererste, beziehungsweise die zweite Drachenträne. Sie ist ja eigentlich auch eine recht dunkle Ecke. Aber ich will jetzt noch sehen, wie gut diese Leuchtrüstung tatsächlich leuchtet. Okay, ich sehe zumindest mich schon mal gut in der Finsternis. Also wirklich den Tag erleuchten tut sie nicht. Aber hey, ist ein schöner Effekt. Boah, ich glaube, ich habe die Rubine gar nicht dafür, oder? Hallo? Ich kann mir so oder so nichts leisten. Aber was bräuchte ich denn, um die zu verbessern? Fleischglöckchen, das war klar. Leuchtsteine. Und Bocklenherzen. Ja, kann ich mir nicht leisten. Ich habe nicht mal die 10 dafür. Ganz große Klasse. Okay, Leute. Ich würde sagen, damit beende ich es hier für heute. Ich stelle mich da mal vorne hin. Dann haben wir einen schönen Ausblick. Ich sag, hier ist jetzt für heute Schluss. Wenn es euch heute gefallen hat, Abo und ein Like später auf YouTube da lassen, weil ich das ja später noch hochlade. Sehr viel später. Und wenn es euch natürlich auch auf Twitch gefallen hat, natürlich auch da ein Follow da lassen. Beides ist gegenseitig in den Beschreibungen verlinkt. Und von YouTube verabschiede ich mich wie immer als erstes. Euch noch einen schönen Tag.